wisst es schon, ihr könnt es euch denken. Aber vergesst das nicht. Es ist wirklich immer wieder neu, und zwar das, was in euch selber los ist. Und darum geht es auch. Also das Umdrehen der Wahrnehmung, raus aus diesem Ich werde unterhalten zu Was ist hier in mir? Ja. Ist klar, ihr könntet das auch selber machen. Ja. Hoffe ich auch, ne, dass ihr selber übt. Wir machen also unsere Anfangssequenz. Come to your senses. Körperwahrnehmung. Aber auch zur Ruhe kommen, also Körper und Geist wahrnehmen. Und auch lernen langsam. Leichtes Schütteln auf der Stelle. Wie immer, ich gucke nach der ersten Anfangssequenz einmal in den Chat. Ihr könnt Fragen stellen. Zur Not nachher im Kommentar bei YouTube. Also jetzt durch die Technik ist jetzt erstmal mein Geist wieder dabei, ein bisschen ruhiger zu werden. Also ich sage mir, ich kann jetzt nichts machen. Es muss jetzt, so wie es jetzt läuft, läuft es. Ne? Kann ich dann eine Fehleranalyse versuchen zu machen und dann im nächsten Mal das besser zu machen. Jetzt im Moment habe ich alles gemacht, was möglich war. Kann also langsam zum Körper kommen. Wir haben einen böenstarken Wind. Wir haben einen Kälteeinbruch, bevor in 3 Tagen dann eine Hitzewelle kommt. Wetterextreme, weiß ich so lange, wie ich auf der Welt bin, dass das kommt. Besser gesagt, dass das da ist. Ne? In Deutschland, Europa, Tornados gab es früher nicht. Solche Wetterextreme, 2 Tage über 10 Grad Unterschied und so. War vorhergesagt in den 70ern. Hat man nichts gemacht und sträubte sich, was zu machen. Anderes Thema. Geist kommt trotzdem zur Ruhe. Und eine Bestandsaufnahme, wenn man das so nennen kann, durch dieses Schütteln. Ihr müsst das am Anfang, wenn ihr neu seid, braucht ihr mehr Schütteln. Ist so. Körperwahrnehmung geht vom Groben zum Feinen. Auch ich brauche das manchmal grob, immer seltener. Aus den Unterschenkeln darüber den ganzen Körper etwas schütteln, also weich werden. Und dann dadurch, durch dieses Weichwerden, mitkriegen, ob irgendwo etwas steifer ist als sonst. Musst du auf irgendwas besonders achten heute, auch im Laufe der Übungen und so. Ist also etwas, was man auch in einem Workout empfehlen könnte, eigentlich vorher erstmal zu schauen, was kann ich mir heute überhaupt zumuten? Um seinem Körper etwas Gutes zu tun, also um ihn nicht zu überlasten. Eigentlich eine Sache bräuchte man im Workout auch. Aber daran merkt ihr auch, dass eben in dieser Anfangssequenz ist das Wichtigste, dass ihr selber wahrnehmt, was ist bei euch los. Nicht mir alles nachmachen. Klar, wenn ich sage, auf der Stelle rütteln wäre gut, dann könnt ihr das machen. Aber ihr wisst schon, wenn ihr länger dabei seid, dieses Arme fallen lassen ist genauso okay, wenn ihr das braucht. Und dann macht ihr das mit dieser Bestandsaufnahme, mit dem Bodyscan, so lange, bis ihr selber sagt, okay, ich weiß Bescheid, jetzt kann ich den nächsten Schritt machen, wenn ihr länger dabei seid. Ne? Ihr wisst, es dauert ungefähr zwischen 10 und 15 bis 20 Minuten so der Anfang.
Und wenn ihr dann zu diesem Qi-Wecken gekommen seid, macht das trotzdem nochmal für die, die neu sind, nochmal von der Seite. Dann könnt ihr dabei auch bleiben. Ihr müsst dann nachher nicht das Baumstehen machen, wenn ihr das nicht wollt. Leichtes von selber sich strecken lassen des Rückens beim Einatmen und ein bisschen mehr in die Hocke, aber beweglich, etwas stabiler beim Ausatmen. Ein zum Himmel ohne Anstrengung, aus elastische Stabilität ohne Anstrengung, entspannt einatmen. Und entspannt ausatmen. Und das Einzige, also Körperwahrnehmung und Entspannung ist etwas, was man, also was wir hier endlos üben und lernen. Und Nebeneffekte sind eben, also ziemlich schnell kann das gehen, dieses innere Lächeln. Das kann man auch kultivieren, das ist gut, auch den Tag über. Bessere Körperwahrnehmung und Entspannung führt eben dazu, dass man gesünder wird. Ist so. Ist auch einleuchtend, wenn ihr euch selber darüber Gedanken macht. Das auch schon ein paar Mal erzählt, die Herleitung, warum und so. Jeder Atemzyklus und jede Umdrehung ist halt immer wieder neu. Also verstrickt euch nicht in Gedanken, sondern Entspannung ist das Ziel. Obwohl es kein Ziel gibt, es sind halt so Einflussnahme auf die Randbedingungen eines Prozesses. Das hatte ich in dem Kybernetik-Qigong-Yoga erzählt.
deswegen auch Praxis, Übungsweg, niemals fertig und so. Und wenn ihr wollt, in drei eurer eigenen langsamen Atemzyklen zum Stehen wie ein Bambus, wie ein Baum oder Baum umarmen, übergehen. Schultern entspannt, Arme schweben, ist das Ziel. Am Anfang nicht, ist es halt eine Richtung, in die man sich entwickeln kann. Eine Intention. Und dieses Einatmen zum Himmel gestreckt sein lassen und Ausatmen ein bisschen stabiler. Also diese S-Welle geht weiter. Und beim Einatmen entspannen und beim Ausatmen entspannen geht weiter. Aber heute achtet, also wenn euch das nicht mehr so stark fordert, dann achtet einfach ein bisschen mehr darauf, wie ihr atmet. Mehr nicht. Und merkt, also achtet eure, beachtet die Momente, in denen ihr merkt, ihr könnt einfacher, gelassener, freier atmen. Ja? Eurer eigenen Atemzyklen. Und dann in der Grundstellung die merkwürdige Frage, wie immer. Also ich sage wie immer, dabei ist das nicht wie immer. Und die Frage mag leicht klingen, aber es ist ja alles verschieden. Also wie fühle ich mich jetzt
ist die Frage. Anfangssequenz, hoffentlich gestreamt.